wunderschön. Ja, den Löwenzahn, der da oben fliegt. Die Pusteblume. Willkommen zurück bei Kina. Und guck mal, da sitzen sie alle schon. Schön. Wir gehen jetzt mal hier rüber ins Dorf. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was wir genau machen müssen, aber wir gehen jetzt einfach mal hier ins Dorf rüber. Wird schon werden. Ja, sieht gut aus. Hi! Focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Schaff mal, easy. There. Wow, great shot. Danke, danke. Das war ja Free Elo nochmal. Cool, das gibt uns jedes Mal Karma. Nochmal. Oh, guck mal. Oh, danke. Waren das so lange, bis ich kein Dinger mehr bekomme? Knapp. Danke. Einmal noch. Laden wir noch die Pfeile auf davor. Jetzt. Not bad. There are other challenges on this peak. Wo? Ich mach die alle first time. Over there. Nein, die anderen sind runtergefallen, oder? Ah ne, okay, gut. Oh, da kriegen wir auch Karma. Dafür kriegen wir Karma. Das ist gut zu wissen. So, hau richtig raus. Here, you'll need to make every shot count. Ja, easy. Destroy all the targets to progress. There are three difficulty levels. Und ich mach gleich schwer. Right over there. Nochmal. Hallo, meine Pfeile sind noch nicht aufgeladen, bitte. Okay, wahrscheinlich jetzt nochmal. Da darf echt kein Schuss nicht sitzen, sonst reicht die Zeit ja nicht. Ja. Danke. Choose your shots wisely. Firing too quickly will drain the staff's energy. You'll lose time waiting for it to recharge. Hutwagen entdeckt. Hey! Drehflüger. Ganz ehrlich, wir haben so viel Zeug, wir können eigentlich fast jeden Hut kaufen. Wir kaufen jetzt jeden. Oh. Abbrechen. Oh mein Gott, ich habe 9 Stück von denen gekauft, aus Versehen. Fuck it. Ach, Scheißdreck.
Ich wollte nicht 9 Stück davon kaufen. Wir kaufen die Schleifen, die sind süß, und der Klee. Von jedem 3, komm. Weniger von denen. Aber von jedem 2. So süß. Oh, guck mal, eine Huffamilie. Das ist so süß. Ich habe außerdem 9 Stück von dem einen gekauft, schrecklich. Gibt's da noch eine Stufe? Wir probieren es jetzt noch einmal. Ah, ist jetzt wieder Stufe 1, okay. Ja, ich brauche es jetzt nicht nochmal machen. Okay, wohin jetzt? Wir gehen mal hier runter. Irgendwas vergessen? Ja. Und da geht echt nichts. Warum ist da überhaupt uns? Alles klar. Der Typ ist so cool. Tut mir leid, aber der ist einfach cool. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Nice. Ich hab einen neuen Angriff. Aua. So, dann gehen wir mal weiter. So umwerfend. Ich muss sagen, so. Es gibt ja viele Menschen, vor allem auch die Älteren, die jüngere Generation, es kommt halt auch immer drauf an, wen du triffst, die sich dann so, ja, Computerspiele, Zeitverschwendung, bla bla bla, man kennt ja so die Standardsprüche, aber man muss sagen, Computerspiele ist eigentlich das, was, weiß nicht, so können Menschen ihre Träume verbildlichen. Sie können alle ihre Fantasien, wo du eigentlich nur für dich selber hast, verdeutlichen und anderen zeigen, was so deine Vorstellungen von oder Träume oder Fantasien sind und es halt genau so wiedergeben, wie es dieses Spiel jetzt einfach macht. Und das ist einfach unglaublich, diese Freiheit, wie du damit hast und was die Leute damit einfach... Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und es wird einfach viel zu sehr unterschätzt. Oh, alles klar. Meditationsplatz. Ruhe dich hier aus und gehe in dich, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu erhöhen. Hey! Die ganzen Hütchen. Schön. Ich glaube, wir können die Meditation beenden. Ich glaube, viel mehr kommt da jetzt nicht. Nee. Schön.
Und das mit den Blumen ist auch cool. Das ist so nice gemacht. Was? Hi. This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. Be careful, Kena. Okay, da können wir nachher hin. Hey, sein Haus. Pflanze da oben, ich sehe schon. Bossfight incoming, Fragezeichen. Mal gut. Oder halt Waldritter. Oh, was? Ah, nicht den Heal holen, egal. Alter. Alles klar. Boah. Oh mein Gott, er hat 2 Hits gemacht. Alles klar. Wuh. Die Frage ist... Okay, ich dachte, vielleicht kann ich so während dem Springen. Wie komme ich da hin? Okay, es geht tatsächlich. Geil! Geil! Ja, das ist das hier Profi-Wissen. Darum bin ich auch gestorben, nur deswegen. Ich wusste, dass das hier der Fall ist. Haben wir sonst noch was? Okay. Okay, wenn ich double jumpe und dann in den Bogenschussmodus gehe, dann verlangsamt sich die Zeit. Das ist gut zu wissen. Überspringen das. Diese Kristalle sind auf jeden Fall. Weg, 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 weg. Nicht healen, Mann. Ich wollte ihn eigentlich unterbrechen. Oh Gott. Oh, wow. Ich habe abgewehrt.
weg. Ha! Was? Ich hab ihn doch hier mit, ne? Oh mein Gott, Mann. Hoffentlich muss ich die Truhe nicht nochmal holen. Alles klar. Ne, die ist offen. Sehr gut. Oh mein Gott, der ist echt nicht einfach. Holy shit. Vor allem, wir verlieren so viel Leben so schnell. Überspringen. Ja, fängt gut an. Ja. Auf jeden Fall ins Gesicht schießen. Oder einfach treffen lassen. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Oh! Können wir nicht abwehren. Hieb ich! Ich hab's nicht gekriegt. Ha! Oh mein Gott! War noch nie ein Problem, das Ganze. Ah, ein Relikt, okay. I made that knife for Taro when he was a boy. He loved these woods. And I tried my best to teach him the old ways. Consumed by the troubles of our village. I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Entdeckt das Relikt, Taros Messer. Oh! Hallo, ihr Kleinen! So, ihr kriegt jetzt erstmal Essen. Ach, Süßi mit der Schleife. Right there.
Was haben wir hier noch so? Oh, guck mal. Wie viele wir schon davon haben. Das ist so cool. Vor allem, es werden halt auch immer mehr. Ich, wenn ich glaube, ich die zählen würde, wären es wirklich alle, die wir bis jetzt gefunden haben. Ihr habt ihr Essi Essi. Hm. So, hier haben wir noch eine Truhe. Also, war eine richtige Schatzkammer hier drin. Hier geht's auf der anderen Seite weiter. Aber wir gehen jetzt nochmal kurz zurück und gucken uns da noch um. Erstmal noch Maske aufziehen. Geht hier drin gar nicht, alles klar. Hä? Was? Wahrscheinlich noch öfters treffen. Komisch. Moment. Ich muss noch mal was probieren. Okay, da passiert rein gar nichts. Da sind wir hergekommen, da steht er noch rum. Was, wie geht's euch so? It's good to be back. Yeah, I wish Tara was here. Was ich nicht ganz verstehe, das sind doch auch Geister hier. Warum sind die manifestiert, beziehungsweise... Wie ist es dann mit Taro, wenn wir ihn befreien? Was haben wir hier denn, ey? Glaub ja nicht, ich hab die nicht gesehen. Süß. Okay. Come on. Right there. Neue Rotthutblume. Right there. Go. Ah, okay. Moment. Erstmal noch kurz gucken, was wir haben. Da brauchen wir einen Stein. Die kriegen wir bestimmt von da oben. Okay, ich glaube, wir kriegen... Wobei? Oh Gott! Gemein! Also wir können hier auf jeden Fall so eine Mond-Waldträne brocken. Aber ich glaube, dafür müssen wir das hier erstmal schaffen. Und dann können wir die Verderbnis hier wegmachen und bestimmt noch ein paar Extras freischalten. Das war gerade unfair, so schnell konnte ich nicht reagieren. Ich sagte so schnell... Alter. Nochmal. Der geht irgendwie, ich weiß nicht, ob ich selber ziehen muss oder ob er selber da reingeht. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich bleibe jetzt mal im Zielmodus. Okay, funktioniert. Easy. Nach dem 100. Versuch.
Feder. Okay, hier oben haben wir aber nicht den Stein, wie ich es erwartet habe. Nee. Aber da hinten geht's noch. Wieder rüber. Kann das sein, dass ich so weiterspringe? Das kommt mir nämlich echt so vor. Da haben wir noch eine Truhe. Oh. Alles klar. Easy. Da haben wir dann einen Durchgang. Freigeben. Da drüben geht es aber auch noch weiter. Die Frage ist, kommen wir so weit? Wir gehen jetzt erstmal da reingucken und danach gucken wir, ob wir die andere Verderbnis auf der anderen Seite noch wegmachen können. Hier ist auf jeden Fall noch eine. Sieht halt schon auch nice aus, das Vieh. Und wie sie da drin die Augen leuchten, wow. Oh mein Gott, ist das Ding schwer zu steuern. Okay, soweit, so gut. Gehen wir hier wieder hoch. Ich glaube, jetzt haben wir ja auch alles gemacht. Das ist, glaube ich, hier alles schon theoretisch optional, das zu tun, aber wir machen das natürlich immer mit. Klar, es sind Geister, ich kann durchschießen. Macht Sinn. Oh, was haben wir hier? Ist doch bestimmt was, oder? Nein? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, aber davor, ich gucke mich jetzt noch hier kurz um, weil hier noch eine Zielscheibe war. Ja, da war auch noch was. Nein. Falsche Taste. Okay, wo haben wir hier noch Verderbnis, wo sich das lohnen würde? Da haben wir noch irgendein Portal? Ne, wir sind wieder an der Brücke. Hä? Und hier fehlt noch eine Eule. Oh, ich muss die auch noch bewegen. Aber die Frage ist, wohin? Darüber bezweifle ich. Eule? Da, okay. Ja. Hey! Ich habe nicht gesagt, dass ihr aufhören dürft.
Los! Links, 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 2, 3, 4. Guck mal, die ohne Hut müssen arbeiten. Das ist eine richtige Ranglistenverteilung hier. Die Neuen, die müssen erstmal zeigen, dass sie einen Hut verdient haben. So. Okay, jetzt frage ich mich nur noch hier, was das hier zu bedeuten hat. Wenn ich das jetzt mal benutze. Oh mein Gott, guck mal. Nice, okay. Gut versteckt. Ich weiß, dass wir hier noch ein Feld hatten mit einer Blume. Riesenkürbis, neuer Hut. Irgendwo hier, hier, genau. Das heißt, wenn ich... Komm zu mir, komm zu mir. Fein. Ziehen, ziehen, ziehen. Jetzt. Blub, 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 blub. Wer ist hier nicht? Doch, da. Freigeben. Immerhin Früchte für die Kleinen. Gab auch ein bisschen Karma. Davon könnten wir uns jetzt noch ein neues Upgrade holen. Der Rottpfeil. Das mit der Zeitverlangsamung finde ich eigentlich ganz cool. Das machen wir als nächstes. Freischalten. Und sonst können wir eh nichts mehr. 130 haben wir noch. Aber wir haben auf jeden Fall noch was über. Dadurch, dass wir so fleißig am Farmen sind. Gut. Dann haben wir hier noch eigentlich was. Ne, hier ist keine Blüte mehr. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und, ja, mal sehen, was uns noch erwartet und was wir noch freischalten. Wir haben ja noch einen Slot frei, wo wir noch was machen können. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.